Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar bin ich mal wieder unterwegs auf Lost Place. Und wir haben was gefunden. Kleine Lena ist auch dabei. Wir haben was gefunden und ja, würde ich sagen, das zeigen wir euch doch jetzt. Was haben wir gefunden? Eine alte Brauerei. Wann die jetzt letztendlich verlassen wurde oder hier am Endeffekt Seite leer steht, kann ich euch nicht sagen, wie manchmal es immer so ist. Aber sie ist total rotten. Wenn ihr euch das anguckt, die fällt komplett auseinander. Also hier ist schon alles weggebrochen, seht ihr ja. Ja, und dann zeige ich euch jetzt auch nur was Geiles. Zeige ich euch was Geiles. Also was ich persönlich ganz geil finde, ist der Raum hier. Da waren anscheinend die Kessel drin. Zeige ich euch jetzt mal. Krass, oder? Das scheint das Kesselhaus gewesen zu sein. Ist auch ein Riesenareal. Hier geht es weiter. Hier ist auch schon ein bisschen beschmiert. So, und dann schauen wir mal. Würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Hier. Hat man irgendwas sehen? Gehen wir mal nach vorsichtig und langsam, weil wir wissen, ob die Treppe hält. Ich weiß halt allerdings nicht, ob der Boden hier oben hält. Ne? Das ist die alles entscheidende Frage. Das kann ich euch gar nicht sagen. Aber die ist schon länger verlassen. Das sieht man schon. Krasser Scheiß. Nur, da oben seht ihr ja. Geht schon das Dach komplett kaputt. Da hinten geht es dann weiter, aber ich glaube, wir gehen lieber runter, weil ich nicht weiß, ob der Boden hält. So, jetzt gehen wir mal weiter. Da unten sind wir reingekommen. Das ist der Raum von oben, wo ich euch vorhin gezeigt habe. Also oben standen wir. Hier haben wir noch ein altes Sofa. Ein altes Sofa. Dann haben wir hier hinten nochmal einen Raum. Also nichts Spektakuläres. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Steine stehen, Paletten. Da geht es in den Keller. Ich weiß aber allerdings nicht, ob wir jetzt da runterlaufen sollten. Weil wir nicht wissen, ob es stabil ist. Und außerdem, wenn man da runter schaut, ist da schon ein ganz schöner Höhenunterschied. Und ich glaube, das machen wir nicht. Ja, dann zeige ich euch mal draußen noch ein bisschen was von dem Gelände. Also das ist ein Riesenareal, ne? Das ist komplett verrückt. Also seht ihr das? Da vorne habe ich noch was gesehen. Das scheint ja ein Keller gewesen zu sein oder irgendwas. Das ist auch irgendwie eingestürzt. Also hier. Das scheint so ein Kellergewölbe gewesen zu sein. Also quasi, ich denke mal, ich vermute mal, da wo wir raus sind, da geht es dann unten rein. Und deswegen habe ich gesagt, wir gehen da nicht runter, weil ihr seht ja schon, wie das aussieht. So, dann latschen wir noch mal ein bisschen weiter und gucken noch ein bisschen, was es so zu entdecken gibt. All das hier gehört auch alles zur Brauerei, ne? Alles schon crazy. Ist schon absolut crazy. Da hinten ist noch ein Gebäude. Das gehört auch zur Brauerei. Komplett krank. Guckt euch das an. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal den hinteren Teil auch nochmal an. Mal gucken, ob da noch irgendwas Interessantes dabei ist. Überall. Ja, scheint ein Schweinestall gewesen zu sein oder irgend sowas, oder? Krasser Scheiß. Schon mega.
Ja, und hier geht es dann weiter. Gucken wir noch mal, was es so noch zu entdecken gibt auf dem Areal. Vieles ist schon komplett rotten. Es ist schon komplett runter. Aber sehr interessant. Also, finde ich jetzt. Das ist der hintere Teil. Altes Sofa. Alte Tür. Da oben haben sich anscheinend ein paar Jugendliche gemütlich gemacht. Hätte ich jetzt mal gesagt. Boah. Das ist schon komplett runter, aber auch irgendwie mega anzuschauen. Das gehört alles zur alten Brauerei. Die Natur holt sich das Grundstück hier natürlich Stück für Stück wieder zurück. Man sieht es ja, ne? Die Bäume wachsen überall. Also in der Brauerei war ich auch drin, aber da gibt es nichts mehr Spektakuläres, was interessant wäre zu sehen. Und das da hinten ist das gute Stück. Ah, da geht's noch weiter. Schon krass, oder? Ja, und dann kann man hier, oder konnte man hier dann weiterlaufen. Und dann ging es vorne wieder runter. Ging es hier weiter und hier ging es wieder runter. Hier ist noch ein Raum. Hier liegen noch ein paar alte Sachen rum, alte Gegenstände. Hier hinten ist noch was. Hier ist noch ein bisschen was zu sehen. Da ist noch ein bisschen was. Und hier ist kleiner Lina. Kleiner Lina ist auch dabei. Wir waren im Keller und sie war nicht dabei. Wir waren im Keller und sie war nicht dabei, die kleine Lina. Kleiner Lina war nicht dabei im Keller. Ja, kleine Lina sieht heute auch scheiße aus. Na, guck mal, kleiner Lina sieht scheiße aus. Ja, das ist das Grundstück von der alten Brauerei. Das würde ich sagen, wenn ich dann unten am Auto bin, werde ich die Drohne mal starten, weil diesmal ein Drohnenvideo mit einbauen. Würde ich nämlich ziemlich gut finden. Das werde ich jetzt dann auch machen. Hallo.